Hallo, ich grüße dich zu diesem Video zum Thema Live-Workshop in Frankfurt am Main am 25.10. Worum geht es da? Es geht um Berufung und Seelenort und ich möchte mit dir hier kurz ein bisschen durch den Tierkreis durchgehen, um zu zeigen, was jetzt hier im Jahr 2025 ansteht und warum es so wichtig ist, da sich nochmal mit seinem Radix zu beschäftigen oder auch zu schauen, welcher Ort jetzt günstig ist oder überhaupt günstig ist. Vielleicht trägst du dich ja mit dem Gedanken, umzuziehen, auszuwandern, weil die wirtschaftliche Situation in Deutschland jetzt auch nicht gerade besser wird, so wie es für die nächsten Jahre aussieht. Oder du entscheidest dich auch da zu bleiben, je nachdem, alles ist gut. Und gleichzeitig, wenn du einen Schmerz hast bezüglich der Berufung, dass du mehr in deine Berufung hineinwachsen möchtest oder dass du da mehr erfahren möchtest, was für dich richtig ist, oder du brauchst eine Bestätigung oder du möchtest durch den Workshop, auch durch die anderen, durch die Interaktion mehr über dich erfahren, dann ist dieser Workshop in Frankfurt am Main, 3 Minuten vom Hauptbahnhof weg, richtig. Also er findet am 25.10. statt und wir werden da einige Dinge anschauen, wie zum Beispiel, wie deine Planeten aufgestellt sind. Also du bekommst ja von mir vorher auch das Radix zugesendet mit einer kurzen Analyse zu deinem jetzigen Wohnort. Und natürlich schauen wir, was deine berufliche Ausrichtung ist. Also bist du eher feuerbetont, erdbetont, luftbetont, natürlich auch anhand der Elemente, aber auch anhand der Konstellation, wie sie bei dir im Horoskop aufgestellt ist, weil jeder hat ja eine individuelle Konstellation und die beschreibt ja natürlich auch, was deine Berufung ist. Also vielleicht auch den Schmerz, wenn du das noch nicht lebst. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, denn die Zeit wird rasanter. Interessant ist, wir haben ja jetzt nochmal den Jupiter rückläufig. Das ist sowieso immer im Herbst so. Oder der Mars wird dieses Jahr auch noch rückläufig und der bleibt auch rückläufig bis in das nächste Jahr hinüber. Und sowieso ist der Mars im Krebs jetzt auch noch im Zeichen Krebs für längere Zeit. Er wandert wieder in das Zeichen Krebs nächstes Jahr zurück. Das ist sowieso noch mal eine Beschäftigung mit dem inneren Kind. Vielleicht auch, wo unsere wahren Wünsche liegen, wo wir wirklich in Aktion gehen wollen. Und der rückläufige Jupiter ist immer gut für eine innere Reise. Der wird auch am 25.10. rückläufig sein. Wir werden bei der Berufung immer wieder schauen, welche Planeten sind denn bei dir vorherrschend? Wo zieht es dich denn hin? Und auch natürlich die Frage, warum tust du es nicht? Also was ist denn eigentlich der Hinderungsgrund? Sind es familiäre Umstände? Oft sagt man ja, die Finanzen sind dran schuld, aber oft sind es nicht die Finanzen, sondern dahinter steckt oft ein anderer Grund. Vielleicht die Angst vor Kritik, die Angst vor Sichtbarkeit, die Angst, ein gewohntes Umfeld verlassen zu müssen, auch das kann eine Berufung mit sich bringen. Und vielleicht ist es ja mit einem Wunsch nach einem Umzug verbunden. Auch das lässt sich dann in Frankfurt am Main feststellen. Also das werden wir immer wieder sehen, weil wir ja immer wieder das Geburtshoroskop auch zu Rate ziehen. Und gleichzeitig schauen wir natürlich nächstes Jahr die Transite an. Also der Mondknoten wird nächstes Jahr ins Zeichen Fische wandern, Saturn wird nächstes Jahr ins Zeichen Widder wandern und vorher wird Neptun in das Zeichen Widder wandern und Pluto wird dann wieder in das Zeichen Wassermann wandern. Er ist ja jetzt noch im Zeichen Steinbock. Also, das sind wichtige Konstellationen und was nächstes Jahr ausmacht, das ist diese Konstellation. Nämlich Uranus, Neptun und Pluto in diesem harmonischen Dreieck. Wir haben das jetzt schon, aber der Uranus steht dann im Zeichen Zwillinge, in dem Luftzeichen, Neptun in dem Feuerzeichen als Wasserplanet und Pluto wieder im Zeichen
Wassermann, das ist hier das Horoskop vom 12.8., wo dann der Saturn eine exakte Konjunktion mit dem Neptun hat. Aber es wird auch dann so sein, Uranus wird noch ein exaktes Sextil zu Neptun bilden. Also nächstes Jahr werden wir definitiv Veränderungen sehen, die sehr schnell und sehr rasant vonstatten gehen. Und zwar schon ab dem Frühjahr. Also nächstes Jahr wird ein ganz wichtiges, bedeutendes Jahr, weil diese Konstellation, die gibt es so, wenn alle Planeten oder die Transsaturne auf 1 Grad stehen, selten. Also das ist wirklich wie ein Neuanfang. Und ja, mit Uranus in Zwillinge geht die Zeit rasanter, es wird luftiger. Mit dem Widder, mit der Widderbetonung hier auch, muss man schauen, wohin hier die Reise geht. Auch mit Pluto und in Wassermann ist viel Transformation im humanitären und sozialen Bereich. Da sehen wir schon an der künstlichen Intelligenz. Und wie gesagt, nächstes Jahr wird sich das noch rasanter zeigen und verändern. Ja, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch am 25.10. Und natürlich immer in Bezug auf dein Radix-Horoskop vorerst oder du bist schon länger an einen neuen Ort umgezogen, dann nehmen wir natürlich auch das Relokationshoroskop. Diese Daten bekommst du von mir vor dem Workshop zugesendet. Ja, was habe ich noch nicht gezeigt? Die Astrokartografie. Ich gehe hier mal ganz kurz rein. So sieht die Astrokartografie aus. Bei dir wird sie anders aussehen. Die Linien werden anders verlaufen. Sind die Planetenlinien oder die Planetenenergien, die bei dir auch im Radix vorkommen. Es gibt auch noch die Standortastrologie. Auch da sende ich dir eine Karte mit. Und ja, und dann werden wir das auch bei dem Workshop besprechen. Soweit war es von mir. Natürlich werden wir auch eine Astrokarte ziehen an diesem Workshop-Tag und weiterhin schöne, kreative Dinge tun. Und ja, du erfährst auf jeden Fall mehr über deine Berufung, über deine Seelenart, über die nächsten Jahre, wohin die Reise geht. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten gibt es auch meinen Astrokartografie-Workshop am 12.10. Es ist ein Online-Workshop. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuschauen und unter dem Video ist der Link. Du kannst dich dort anmelden, eintragen. Ich sende dir dann weitere Informationen zu. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir alles Wunderbare an deinem Seelenort. Bis dann.